Rauchwolken über Cape Canaveral. Am Samstagnachmittag ist eine Crew Dragon Kapsel auf dem Teststand dort explodiert. Sie wurde dabei komplett zerstört. Das ist ein herber Rückschlag für das Raumfahrtprogramm von Elon Musk. Der Zeitplan, noch dieses Jahr bemannte SpaceX Kapseln in den Weltraum zu schießen, dürfte damit komplett über den Haufen geworfen sein. Was ist passiert? Wir zeigen es in einem Video und noch weitere Details. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein herber Rückschlag für SpaceX. Jetzt ist die Crew Dragon Kapsel explodiert, die im März erfolgreich den ersten Testflug zur ISS absolviert hatte. Getestet wurden die Booster der Crew Dragon, mit denen die Kapsel im Notfall in der Lage wäre, sich von der Falcon-Trägerrakete zu lösen und selbstständig notzulanden. Was genau explodiert ist, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Die Explosion war aber so stark, dass sie auf Satellitenaufnahmen zu sehen war. Das ist auch nicht verwunderlich, denn diese Triebwerke werden mit einem hochgiftigen, extrem explosiven Treibstoff betrieben. Es handelt sich um eine hypergole Treibstoffmischung aus Distickstofftetroxid und einer Hydrazin-Variante. Der Vorteil solcher Treibstoffe, sie müssen nicht wie herkömmliche Treibstoffe gezündet werden, sondern reagieren sofort miteinander, was sie für ein Notfallsystem zum idealen Treibstoff macht. Zudem müssen sie nicht gekühlt werden. Der Nachteil, sie sind eben extrem explosiv und hochgiftig. Schon einmal gab es eine solche Explosion. Beim Start einer Titan-34-Rakete am 18. April 1986 hatte sich eine Verkleidung gelöst, sodass die Hitze der Raketentriebwerke den Treibstofftank erreichte und das Gemisch zur Explosion brachte. Durch die niedergehenden brennenden Teile wurden 60 Menschen verletzt. Mit der Rakete sollte ein Spionagesatellit in den Erdorbit gebracht werden. Da die Konstruktion dieses Satelliten als streng geheim klassifiziert war, wurde er bei dem Unfall durch einen Selbstzerstörungsmechanismus zerstört. Bei dem Unfall jetzt mit der Crew Dragon ist nach ersten Meldungen niemand verletzt worden, noch halten sich NASA und SpaceX zurück. NASA-Chef Jim Bridenstine: Deswegen testen wir. Wir werden daraus lernen und die notwendigen Änderungen vornehmen, um unser kommerzielles Mannschaftsbeförderungsprogramm sicher fortzusetzen. SpaceX bleibt auch sehr nüchtern. SpaceX führte heute eine Reihe von Triebwerkstests an einem Crew Dragon Testraumschiff auf unserem Teststand auf der Landezone 1 in Cape Canaveral durch. Die ersten Tests verliefen erfolgreich, aber der letzte Test führte zu einer Anomalie auf dem Teststand. Sicherzustellen, dass unsere Systeme rigorosen Sicherheitsstandards entsprechen und solche Anomalien vor dem Flug zu finden, ist der Hauptgrund, weshalb wir testen. Unsere Teams arbeiten bei der Untersuchung eng mit unseren NASA-Partnern zusammen. Anomalie heißt in diesem Fall eine schwere Explosion mit der totalen Vernichtung der Kapsel. Auf Twitter war dieses Video zu sehen. Schon einmal war eine Dragon-Kapsel explodiert. Auch damals gab es Probleme mit Treibstofftanks. Der hochexplosive Treibstoff ist bei Raketenantrieben immer wieder die Achillesferse. Immer wieder kommt es, egal ob Amerikaner, Russen oder sonst wer, zu Problemen. Jetzt wird es spannend, wie die Amerikaner reagieren. Kommt jetzt als erstes der Boeing CST-100 Starliner zum Einsatz? Während die Crew Dragon ja schon Anfang März ihren unbemannten Testflug absolviert hatte, ist der für die CST-100 Starliner für Mitte August geplant. Im November dann der erste Flug mit Besatzung. Für die Crew Dragon war der eigentlich für Juli geplant. Jetzt wurde er auf irgendwann in 2019 angekündigt. Das Wettrennen zwischen SpaceX und Boeing könnte hier für SpaceX verloren gehen. Aber davon mal abgesehen, diese Explosion ruft uns wieder in Erinnerung, dass Raumfahrt nichts Alltägliches und mit hohen Risiken behaftet ist. Die fundamentale Bedeutung der Raumfahrt, darüber hat Neugierzone ein Video gemacht. Draufklicken, anschauen und natürlich Neugierzone abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.